Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Antje und wie ihr hier schon seht, habe ich bei DM bestellt. Ja, und wenn euch interessiert, was in diesem wirklich schweren Karton drin ist, dann müsst ihr dranbleiben. Ja, wie gesagt, ist jetzt schon eine Weile wieder her, dass ich beim DM bestellt habe und deswegen, ich musste jetzt mal so ein paar Sachen wieder nachkaufen und habe natürlich auch neue Sachen entdeckt für mich und daher, ja, ich kann euch das jetzt gerade nicht hochheben und zeigen, weil das ist mir einfach zu schwer. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich hier überhaupt anfangen soll. Gerade etwas überfordert. Okay, fangen wir einfach hiermit an. Ich habe hier eine Handseife, die heißt Calm Kokos mit Kokosextrakt und dem sanften Duft nach Kokosnuss. So, wie ihr wisst, mag ich Kokosnuss eigentlich nicht so gerne, aber hier stand sanfter Duft. Also wenn das nicht so penetrant ist, dann ist das für mich okay und ich versuche es mal. Nein, das ist angenehm. Also das ist ein Duft, den finde ich super okay. Handseife kann ich im Moment oder wir im Moment super gut brauchen. Deswegen habe ich mal wieder eine auf Vorrat gekauft und natürlich nicht nur eine, sondern es gab hier noch eine andere. Die ist nämlich eine Cremeseife Kokos- und Lotusblüte mit Moisture Care Feuchtigkeitsformel. Die fand ich ziemlich gut. Gut, das hat sich gut angehört. Die ist vegan, 500 Milliliter und die kann man auch hier den hier das abmachen, dann kann man das die Wertstoffsammlung zufügen, steht da. Okay, aber wir riechen hier auch noch mal gerade dran. Ja, das ist auch okay. Ist jetzt nicht der Knaller, aber es riecht ganz gut und zum Händewaschen finde ich das super schön, außerdem muss man abends so diese Pumpspender mal austauschen. Deswegen habe ich noch mal eine gekauft, weil das war jetzt hier so eine 25 Jahre Balea Edition. Und da gab es hier die Handseife zauberhaft nach zuckersüßen, mit zuckersüßem Duft nach karamellisiertem Popcorn. Wie gesagt, hier diese Pumpspender hier oben, die werden ja irgendwann dreckig und dann kriegt man das nicht mehr sauber. Deswegen tausche ich die auch aus, aber ich fülle die manchmal auch nach. Weil muss man ja nicht immer direkt nach dem ersten Gebrauch wegwerfen. Ich finde nicht, dass das nach Popcorn riecht. Vielleicht ein bisschen nach Karamell. Ja, nach Karamell riecht's. Aber ja, fand ich eigentlich, oh, jetzt habe ich das natürlich an der Nase. fand ich ganz gut, deswegen habe ich das auch mitgenommen. Und wie gesagt, Seife kann man im Moment ja eh nicht genug brauchen oder haben. So. Hier habe ich mir was geholt. Ihr wisst ja, Orange, Mango. Mag ich super gerne. Und es gab hier von Sante Naturkosmetik eine Happiness Body Lotion, die es mit Bio-Orange und Mango pflegt und muntert auf. Die ist vegan. Und was ist hier drin? Ach du je. Gereinigtes Wasser, Soja, Weizen, Kokosnuss, Traubenkerne, pflanzliches Kernöl, Zuckerrohr, Rapssamen, Scheernüsse. Okay. Witzig. Achso, steht extra drauf, nicht im Gesicht anwenden. Aber wir riechen mal dran. Das riecht aber sehr angenehm. Das mal gerade auf. Hier, meine Hand. Ich finde auch, sowas kann man auch im Winter gut verwenden, nicht nur im Sommer, weil das riecht gut. Kurz einziehen lassen. Es zieht auch sehr schnell ein, muss ich sagen. Ja, ist auf jeden Fall was für mich. Da bin ich ja schon mal froh, 150 Milliliter. Das reicht auch eine Weile. So, dann habe ich hier zwei Sachen von L'Oréal mir geholt. Und zwar L'Oréal Paris einmal dieses Lash Paradise Mascara Waterproof, weil ich teste im Moment so ein bisschen Mascara. Wie gesagt, einen habe ich ja für mich schon gefunden von Evelyn Cosmetics, aber ich
probiere weiter noch andere aus, um so den perfekten Mascara zu finden, zumindest mal für mich. Ja, dann haben wir hier noch was Eingepacktes. Wie bekommen wir das hier raus? Achso, das ist zugeklebt. Okay. Gut. Ups. So. Und zwar ist das hier auch 25 Jahre Balea Deo Spray Frische Kick 0% Aluminium mit erfrischend leichtem Duft nach Zitronenmilch Shake für 24 Stunden. Das hat sich ganz interessant angehört, deswegen habe ich den auch mitgenommen. Bei der Edition gab es natürlich noch mehr. 25 Jahre Balea gab es natürlich auch ein Rasiergel. Und zwar nach sanftem Marshmallow-Duft. Ich benutze nur die Rasiergels von Balea. Ich finde die super. Ich habe im Moment ein, ich weiß gar nicht, irgendwie so exotisch Sommer, irgendwie so eine Sommer-Edition war das. Und der war, also der Duft gefällt mir super gut. Aber ich habe immer irgendeinen Rasierschaum hiervon. Deswegen, wenn es neue gibt, probiere ich die immer mal durch. Deswegen habe ich mir den hier auch mitgenommen. So. Für diese 25 Jahre ist auch eine neue Verpackung irgendwie. Bis jetzt hatte ich das noch nicht, dass das klebt. Und zwar gab es auch ein Trockenshampoo, schwungvoll, das nach fruchtig leichtem Duft mit Pfirsich-Soft-Eis. Fand ich auch super cool. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren, da ich ja auch Trockenshampoo gerne benutze. So, dann gab es da natürlich auch noch ein Duschcreme zu Zuckerschnute mit bezauberndem Duft nach Vanille und Zitrone. Und natürlich auch noch ein Haarshampoo mit Spülung. Also hier oben ist das Shampoo und da ist die Spülung, also in einer Verpackung. Und zwar ist dann auch Zuckerkuss mit verführerischem Duft nach Kokos und Schaumküssen. Irgendwie eine witzige Kombination. Jetzt haben die das hier zugeklebt. Kann man das hier irgendwie aufmachen, ohne dass man diesen Klebestreifen kaputt macht? Ich muss mal gerade dran riechen, wie es denn riecht. Ja. Ist ganz okay, also es riecht halt sehr süß, ne? Ist aber auch nicht anders zu erwarten, heißt ja auch Zuckerkuss. Also auf jeden Fall, das habe ich dann auch mitgenommen. Ich glaube, das war jetzt alles von dieser Sonderedition. So, dann habe ich noch hier ein Haargummi mitgenommen von Invisibobble, und zwar ein Swim With Me heißt das. Das fand ich irgendwie super cool, weil, ich weiß nicht, ihr kennt hiervon bestimmt diese Haargummis. Warte, ich hol's mal gerade eins davon. Also das sind diese hier, ne? Die mit Gummi und also aus Plastik sind, so. Und so einer ist auch hier in diesem, hier drinne. Und dann ist da so Stoff drum. Und ich fand das, sah so super süß aus. Das hat mir wirklich gut gefallen. Und ich denke mal, dass die Haare damit wirklich gut halten. Habe ich mitgenommen. Ich weiß jetzt nicht mehr für wen, entweder für mich oder für meine Tochter, mal gucken. Weil sie hat halt dünnere Haare und dann rutschen die Haargummis immer raus deswegen. Und ich fand den halt irgendwie super süß mit diesen, was sind denn das, Zitronen, Orangen irgendwie so. Fand ich sehr schön. So, muss ich kurz gucken. Hier ist alles irgendwie so durcheinander. Oh, ich habe noch was vergessen. Hier ist noch etwas. 25 Jahre Balea, natürlich die Bodylotion, zuckersüß, die riecht auch nach Vanille mit gebrannten Mandeln. Mensch, mach mal Platz hier. So, dann habe ich etwas entdeckt von Balea, und zwar ist das eine Deo-Creme mit Natron und 0% Aluminium mit Himbeer- und Magnolienduft. Soll 24 Stunden halten. Ja, bei sowas bin ich immer skeptisch, ob sowas wirklich so lange hält. Aber der Duft ist sehr angenehm, sehr dezent. Ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe schon, ich glaube, zwei andere Deo-Cremes, aber werde ich demnächst mal austesten. Auch im Winter benutze ich sowas immer, weil
mit den Pullis und so, da fängt man auch mal an zu schwitzen, deswegen nicht so verkehrt. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, hier fällt mir hier alles wieder hin. Ja, was ich auch noch mitgenommen habe, das ist von Kappa, Natural, Fair and Delicious, ein Orange Lemon Infusion, Bio-Früchtetee mit Orange und Zitrone. Das hat mich so angesprochen, weil ich mag Orange, ich mag Zitrone und Tee trinke ich jetzt auch sowieso, wenn es wieder kälter wird, super gerne. Deswegen ist der auch mitgekommen. So, was ich mir auch mitgenommen habe, ist hier von Mivolis, von der DM-Marke, ein Inner Sunshine, ein Früchtetee mit Vitamin D, natürlich aromatisiert mit Pfirsich-Orangengeschmack. Fand ich auch super, habe ich auch mitgenommen. Weil auf der Arbeit trinke ich immer lieber Tee, weil der Kaffee schmeckt mir da nicht so gut und deswegen im Winter muss ich mir mal ein bisschen Tee auf Vorrat kaufen. Ja, dann habe ich mir noch was geholt, das hatte ich auch schon mal in einem anderen DM-Haul. Und zwar von Balea, das Vitamin C-Konzentrat und die riechen so, so lecker und es ist so ein angenehmes Gefühl auf der Haut, deswegen habe ich mir die nochmal geholt. So, dann habe ich mir noch was mitgenommen. Das ist von Age Perfect. Perfekte Lippen in zwei Schritten. Ein Vorteilsset. Und zwar ist ein Lippenkonturenstift in der Farbe 705 und ein Lippenstift in der Farbe 106. So, irgendwie weiß ich auch nicht warum, aber ich fand das sah irgendwie schön aus. Von den Farben her. Es ist auch die Farbe, die man hier so sehen kann. Keine Ahnung, muss ich irgendwann einfach mal ausprobieren und austesten, ob das auch meine Farbe ist. Ich hoffe es ja mal, wäre ja sonst schade drum. So, dann habe ich hier noch was geholt, weil ich sowas gerne habe, gerade jetzt, wenn ich wieder viel drin bin. Ist das von Frosch Oase Raumerfrischer mit natürlichen Ölen. Das ist einmal Zitronengrasfrische. Nachfüllpack und noch ein Nachfüllpack, wenn ich es denn hier rauskriege. So, war klar, mit Orange. Habe ich beide mal mitgenommen und dann kann ich mir das hier mal wieder hinstellen, hier unten bei mir, wenn ich mich hier wieder viel aufhalte, damit es ja auch schön angenehm riecht. So, dann, ja Leute, ich weiß nicht, aber ihr kennt es ja von mir schon und ich habe jetzt echt eine ganze Weile mit meiner Bestellung gewartet. Und gesammelt und gemacht und getan. Deswegen seht ihr hier, also nicht nur Masken, ich habe ja auch Badeschaum dabei. Dann gehen wir die Sachen einfach mal durch. Aber dafür werde ich jetzt den Karton mal runterstellen, weil ich habe keinen Platz mehr. So, dann gehen wir erstmal das Badesalz durch. Also hier das fand ich voll süß mit dem Regenbogen und da steht nämlich drauf No Rain, No Rainbow, also Badesalz Over the Cloud mit dem Duft von Mango und Ananas und da kann man hier oben die Duftprobe, oh, das riecht angenehm, da freue ich mich jetzt schon drauf gerade. Wie gesagt, ich bade ja eh super gerne und daher probiere ich so Badesalz auch gerne mal aus und wie kann es anders sein, für 25 Jahre Balea gab es dann auch noch ein Duschpeeling, super soft, mit himmlischem Duft nach Zuckerwatte. Also das sah so süß aus, deswegen habe ich das mitgenommen. So, da habe ich jetzt natürlich noch eine Maske von Balea 25 Jahre, eine Tuchmaske, Frühstückglück mit fruchtig frischem Duft nach Mangoslush. Fand ich super cool, bin ich echt gespannt, wie das riecht und wie sich das auf der Haut anfühlt. Dann, ja, die gab es halt auch, das ist auch wieder von Balea, eine Hydrogel-Gesichtsmaske mit Wassermelonenextrakt und Hyaluron. Ihr wisst ja, Hyaluron ist absolut meins. Wassermelone habe ich gedacht, probiere ich mal aus, warum nicht? So, dann habe ich hier was, das fand ich auch irgendwie witzig. Und zwar von Balea eine Haarkur, intensive Pflege mit Bananenextrakt für strapaziertes Haar. Das war auch eine Limited Edition und ja, hat mich interessiert, dachte ich, probiere ich mal aus. So, dann hatte ich hier eine Maske von Schäbens, Vitamin C Tuchmaske Energiebooster, sofort mehr Glow und Feuchtigkeit mildert Fältchen. Musste ich natürlich mitnehmen, ging nicht anders. Dann hier, die benutze ich auch super gerne, die sind von Yuti,
iPad Mask. Und zwar war das hier Beauty Boost, Kollagen, Hyaluron und Gold. Super cool, deswegen habe ich mir die nochmal nachgekauft. Dann gab es hier von Balea eine, auch wieder eine Limited Edition, eine Maske Peach Ice Tee. Erfrischt die Haut mit weißem Tee und Pfirsichextrakt, entspannend. Bin ich auch gespannt, ob das so ist. Ja, da habe ich mir natürlich dann zwei von geholt, weil die verbrauche ich ja relativ schnell. Dann habe ich von Schäbens eine Hyaluron-Tuchmaske mit Hydro-Booster, polstert auf und glättet 140% mehr Feuchtigkeit. Da bin ich wirklich super gespannt. Dann gab es natürlich noch hier von Juti die blauen, die sind dann mit Aloe Vera, Hyaluron und Vitamin E. Die habe ich dann auch noch mal zweimal mitgenommen. Das hier fand ich auch super interessant. Und zwar auch von Balea eine Turbanhaarmaske mit Papaya-Extrakt und Keratin. Selbsterwerbende Turbanmaske für strapaziertes und trockenes Haar. Fand ich irgendwie super cool. Also da macht man auf gewaschene Handtuch trockene Haar setzt man dann diesen Turban aus mit dem Klettverschluss und dann muss man es 25 Minuten circa einwirken lassen und währenddessen immer so sanft massieren. Ja, und danach soll man die Maske abnehmen, die Haare gründlich ausspülen. Sowas habe ich noch nie gemacht, aber hörte sich interessant an, deswegen habe ich es mitgenommen. So, hier gab es von Schäbens eine Limited Edition mit Sleep and Repair Serum, nachtaktiv, Regeneration, Zellerneuerung. Hat sich irgendwie super interessant angehört, deswegen habe ich die auch mitgenommen. Gut, die hatte ich ja schon, die habe ich mir nachgekauft. Das ist von Balea die Aquatuchmaske, die fand ich sehr gut, deswegen habe ich sie nochmal geholt. Ja, die musste ich auch mitnehmen, weil das ist von Schäbens eine Aloe Vera Tuchmaske. Ja, und Aloe Vera Produkte finde ich sehr gut, deswegen habe ich die auch mitgenommen. So. Dann gab es nochmal von Balea eine Limited Edition und zwar eine Haarcreme-Kur mit Wassermelonenextrakt. Habe ich auch mitgenommen. Ja, dann habe ich nochmal die Wassermelonenmaske und dann habe ich nochmal viermal auch eine Limited Edition Kaktus mitgenommen, weil die hatte ich auch und die fand ich super gut und deswegen ist die auch nochmal mitgewandert. So, ja, dann muss ich gerade mal gucken, noch etwas für mich gekauft und zwar von Essence, diese You're the Bomb, das sind so Badebomben heißen die, glaube ich, ja genau. Die sind hier in verschiedenen Geruchsrichtungen und einmal Lotus, Strawberry, Frangipani und Baumwollblüte. Genau. Upsili, jetzt fällt mir alles wieder runter. Die habe ich mir auch geholt. Werde ich mal ausprobieren, hatte ich bis jetzt noch nicht. Und dann habe ich hier noch was, das ist von Hey Organic, The Clean Beauty Balance Mask. Das ist vegan. Und ja, die wollte ich auch mal ausprobieren. Die ist nämlich mit, was war das? Distelöl und Rosenwasser. Und die soll man 10 Minuten drauf lassen. Ja, bin ich mal gespannt. Werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Im Moment fängt ja jetzt eh wieder so mehr die noch mehr Pflegezeit an, weil man ja viel Zeit hat und das Wetter ja draußen nicht mehr so cool ist. Daher, ja, kann ich sowas sowieso brauchen und da ich Moment ja auch wieder mehr Masken benutze, denke ich, werden die Sachen bei mir definitiv mal nicht schlecht werden. Und ja, ich glaube, das war's dann jetzt auch erstmal wieder von mir und meinem Einkauf bei DM. Zwar diesmal ein etwas größerer, aber ich habe ja jetzt auch gesammelt gehabt, deswegen ja, kann das schon mal passieren. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos von mir verpasst. Und dann wünsche ich euch jetzt einen super schönen Tag, super schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und ich hoffe, wir sehen uns schnell wieder. Bis dann, ciao!